Willkommen zurück bei Franbo und wir dürfen in die Bibliothek hinein. Das werden wir jetzt machen. Okay, puh. Das sind eine Menge Bücher. Mr. Midnight guckt hier rauf. Sprechen wir zuerst einmal. Hallo, was tust du da? Ich suche mein besonderes Buch. Oh, tut mir leid, dass ich frage, aber warum stehst du auf einer Leiter? Du hast Flügel. Weil die Leiter zum Benutzen gemacht wurde, natürlich. Aber was, wenn ich sie brauche? Dann solltest du warten, bis du dran bist. Aber wenn es ein Notfall ist und ich nicht so lange warten kann, dann hättest du vor mir ankommen sollen. Tut mir leid, aber ich muss jetzt weitersuchen. Okay. Der hier schmökert ein bisschen. Hallo. Oh, hallo. Warum liest du nicht? Oh, weil ich erst ein besonderes Buch finden muss. Ah, besondere Bücher sind toll. Das, was ich hier lese, ist auch sehr besonders. Oh, das ist toll. Nun, ich suche dann mal weiter nach meinem besonderen Buch. Okay. Hallo, was liest du da? Ein Buch mit vielen Buchstaben. Manchmal finde ich die Buchstaben sehr gruselig. Vielleicht solltest du dann etwas mit vielen Bildern lesen. Oh ja, irgendwann einmal, Liebes. Wenn du mich jetzt entschuldigst. Oh, tut mir leid. Entschuldige mich. Warte mal, können wir mit denen vielleicht... Aha, jetzt sind wir alleine und jetzt ist die Leiter auch frei. So, was haben wir denn hier? Okay, das sieht aus wie ein Code. Wir haben hier die Zahlen und die Nummern dafür. Was ist das? Okay, das scheint eine Art Kombination zu sein, wo wir das Richtige machen müssen. Das ist anscheinend eine Rätsel. Nur was bedeutet das alles? Warte mal, hier haben wir die... Hier haben wir auch die... Warte mal, was ist das hier? Ich suche mal... Das ist 1 auf jeden Fall. Und was ist das hier? Das müsste das hier sein. Das ist 1, 2, 3, 4, 5. Das ist 10, 40, 41. Okay. Das heißt, wir müssen anscheinend... von 1 zu 41 kommen. Nur wie machen wir das? Da gibt es doch bestimmt einen Trick. Das kann nicht einfach so 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal, probieren wir mal 1 und 1 müsste 2 sein. 2 ist jetzt mit dem Punkt. Jetzt ist die Frage, wie es weitergeht. Ob wir das jetzt zusammenzählen müssen? Muss rauskommen. Oder immer diese hier? Oder. Das ist jetzt die Frage. Das ist 2. 2 und 1 ist 3. 3 und 2 ist 5. Was ist 5? Was ist 5? Mit einem Punkt. Ein E mit einem Punkt haben wir nicht. Oder müssen wir das zusammenzählen? 2 plus 2 ist 4. Plus 4 ist 8. E mit 2 Punkten. Zwei, vier.
Nö. Warte mal, 2 plus 2 ist 4. Plus 4 ist 8. Acht und acht ist 16. Das heißt, wir brauchen 6. E. X und E. Gibt es das überhaupt? X und E mit Punkt. Nö. Na, warte mal, warte mal, warte mal. Wir sind hier Blödsinn, 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 Blödsinn. 1 und 1 ist 2. Und 1 ist 3. 3 und 2 ist... Ah, gibt's 5? Was ist noch schnell? 5 ist nur das E, gell? Puh. Aber das E haben wir ja nicht. Doch. Punkten. Dann ist das hier 13. Ich hab's geschafft! Ich bin so toll! Jetzt muss ich nur noch den Hebel umlegen. Oh, wie geil! Wir haben es tatsächlich geschafft. Ich werd wahnsinnig. Ich werd wahnsinnig. Pff. Okay. Oh Gott! Schock! Und jetzt können wir anscheinend das hier nehmen. Okay. Klettern wir mal rauf. Oh, total creepy. Geil. Schauen wir mal hinein, oder? Oh, das sieht interessant aus. Den Text kann ich aber nicht lesen. Ich erkenne die vier Jahreszeiten und die Kreaturen. Der große Zauberer malt wohl gerne. Ah, ich wünschte, ich könnte es verstehen. Vielleicht steht da, dass Bäume angucken super ist. Oh Mann. Was ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen, dass ein Skelett ein Baby bekommt. Scheinbar wird das Kind mit einem großen Kopf geboren. Was hat es eigentlich damit auf sich hier? Das erinnert mich auch wieder irgendwie total an die Anstalt, wo wir waren. Mit der Geschichte mit Lobotomie und so weiter. Ich würde gerne wissen, inwieweit das alles irgendwie zusammenhängt. Sieht aus wie irgendein Zyklus. Ich frage mich, was es bedeutet. Vielleicht
Jahre? Ich denke gerne, dass es 5 von mir gibt. Vielleicht ist es also das Monster. Scheinbar lieben die Leute ihn. Warum sollten die Leute ein böses Monster lieben? Vielleicht haben sie Angst. Aus Angst tun wir oft dumme Dinge. Das stimmt natürlich. Okay, wir müssen hier raus, aber wir kommen hier nicht so einfach raus. Ach doch. Doch, doch, doch. So, jetzt gehen wir mal in Richtung des Zauberers. Schauen wir gleich einmal, was er zu diesem Buch sagt. Wo ging es so schnell? Hier. Perfekt. So, machen wir gleich mal Winter, oder? Okay. So. Und jetzt zeigen wir ihm das Buch. Hier, hier ist ihr Buch. Es war in der Musikbox. Ich habe die Puppe gesehen. Das Edward-Schloss. Das klingt nach Spaß. Danke für das Buch. Jetzt erinnere ich mich an viele Dinge. Viele, viele Dinge. Und was jetzt? Es sind noch 2 Dinge auf dem Stern. Ja, Fisch im Wasser. Fisch. Freischwimmender Fisch. Geh zurück, kleiner Fisch. Geh nach Hause. Wow, sie haben den Fisch aufgeweckt. Ja, weil ich mich erinnert habe, wie es geht. Ist es nicht wunderschön? Das ist magisch. Können Sie das auch mit anderen Wesen machen? Wie Menschen? Oh ja, Fred, das wäre natürlich ein Hammer, wenn er deine Eltern wieder zurückholen könnte. Natürlich. Aber nur, wenn die Umstände gut sind. Aber die Umstände sind oft nicht positiv. Ich verstehe. Also, wir müssen die fehlenden Steine finden, ja? Der Fisch hat mir gesagt, dass meine Schuhe an den Füßen eines tollen Tänzers sind. Weißt du, wo der Tänzer sein könnte? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß. Ich gehe und schaue nach. Ja, der könnte natürlich... Der könnte natürlich... Ihr sein? Da, wo die Musik spielt, aber da kommen wir ja nicht hin. Es muss ja irgendwie einen Weg geben. Ist hier irgendetwas... Warte mal, was... Was ist das? Ah! Oh, da war ein Loch hinter dem Feuerholz. Super toll! Komm schon, geh rein und vergiss nicht. Ich brauche ein Ticket, um reinzukommen. Von daher, vielleicht kannst du eins von jemandem wegnehmen. Aber ich will nicht stehlen. Wir leihen uns es nur, Kätzchen. Wir geben es später zurück, okay? Okay. Oh, wie geil. Mr. Midnight, komm. Oh, das sieht ja cool aus hier. Okay. Hat der Zauberer gemeint, er braucht Schuhe, oder? Hier, von diesem Tänzer hier. Hier ist ein Ticket. Hier ist ein Ticket. Jetzt. Komm, komm, komm. Nimm das Ticket. Hallo? Kann ich mir bitte dein Ticket ausleihen? Mein Ticket ist verschwunden. Oh nein, ich benutze es als... Untersetzer. Ah, da ist Limonade. Diese Limonade ist sehr gut. Aber warum? Du hast einen Tisch, auf den du das Glas stellen kannst.
Mir gefällt das Geräusch nicht, dass es Glas auf den Tisch macht. Verstehe. Und magst du diese Limonade sehr gerne? Stimmt's? Ja. Ich trinke sie, weil sie sehr frischend ist. Nun, wenn du mich entschuldigst, ich möchte hier sehr Musik hören. Oh, natürlich. Auf Wiedersehen. So, dann schauen wir mal nach hinten. Oh, das ist gruselig. Riesige Flöhe. Nein, danke. Zuschauer warten auf die Vorführung. Okay. Die auch. Vielleicht hier. Okay. Eine Motte. Die habe ich früher gegessen, aber jetzt nicht. Das ist der Tänzer. Ach so, wir haben hier ja... Oh, jawoll! Jetzt können wir ja... Das wär's ja doch, oder? Das klappt nicht. Vielleicht jetzt? Oder wenn wir das ihm geben? Das klappt nicht. Okay. Komm. Oh, das ist sehr gruselig. Wie kommen wir da ran? Wie kommen wir da ran? Okay. Können wir hier vielleicht bestellen? Das ist der Barkeeper. Er arbeitet. Und hier draufsetzen? Nö, eigentlich auch nicht. Okay. Da ist ein Gesicht an der Wand. Wie kommen wir da ran? Jetzt nimm's! Nein! Irgendwie müssen wir da rankommen. Ich meine, wir hätten hier den Untersetzer. Wir ihm das wirklich nicht geben. Wie kommen wir da... Ach, warte mal! Klar! Oh, mein Liebling, ich weiß nicht, was ich tun soll. Hast du schon alle Jahreszeiten ausprobiert, meine Liebe? Ich versuche es. Ah, Blödsinn. Ja, das könnte es sein. Hier, ja genau, da war er ja geschlossen. Ja, das... Warte mal, wenn ich jetzt vielleicht dieses Ding hier rauflege auf den Tisch... Klavier? Nö. Da kann ich nichts machen. Eieieiei. Oh, was ist denn da jetzt los? Ha! Jawoll! Und tschüss! Und tschüss. Ich habe das Ticket. Ich habe es. Du bist super toll, Kätzchen. Ich liebe dich so sehr. Jetzt kommen wir rein. Jawoll. Jetzt kommen wir rein. Ja, dann zeigen wir das der Wache, oder? Schauen Sie mal. Es sieht so aus, als hätte ein Ticket den Weg in meine Hände gefunden. Was? Lass mich mal sehen. Das kann nicht stimmen. Auf keinen Fall. Ich habe schon jemanden mit diesem Ticket reingelassen. Sehr seltsam, junge Dame. Huch. Aber woher können Sie wissen, dass das Ticket von jemand anderen ist? Die Symbole sind richtig, siehst du? Aber schau hier die Handschrift an. Das gehört jemand anderen, der viel älter ist als du. Das sehe ich.
Na gut. Gibt es eine Chance, hineinzukommen? Ich meine, geht es überhaupt? Wenn du dein eigenes Ticket hast, junge Dame, bist du hier mehr als willkommen. Wenn ich mein eigenes Ticket habe. Wenn ich mein eigenes Ticket habe. Wie bekomme ich mein eigenes Ticket? Kann mir das vielleicht der Zauberer machen? Das wäre natürlich interessant. Nein, okay. Jetzt bin ich etwas überfragt. Wie kann ich mir mein eigenes Ticket machen? Brauche ich dazu vielleicht jemanden? Die verkaufen nur Dinge. Was ist eigentlich hier? Da geht Fran, die Touristin. Viel Spaß. Ja, das kann ich nicht tun. Wie kann ich mir mein eigenes Ticket machen? Das ist die große Frage jetzt natürlich. Ei. Okay. Aber das haben wir jetzt nicht mitgenommen. Okay. Ich könnte es mir. Ich muss mir mein eigenes Ticket machen. Wie bekomme ich das? Hier gibt es ja eigentlich auch niemanden. Kann mir der vielleicht irgendwie einen Hinweis geben? Warte mal. Bekomme ich hier mein Ticket? Was hat es eigentlich mit dem Pfeil auf sich? Eigenartig. Wie kommen wir an unser eigenes Ticket? Das ist die Frage. Und diese Frage, die werden wir hoffentlich in der nächsten Folge lösen. Bis dann.